Hallo und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror. Ja, in der letzten Folge ist uns ja diese komische Erscheinung von dem Jungen hier oben erschienen. Und wir haben gesagt, dass wir in dieser Folge weitermachen und ihm folgen werden. Da ist er schon wieder. Na, das ist ziemlich deutlich. Ne? Oh. Ich hasse es, dass immer wieder das ganze Bild nach unten geht. So, der ist hier die Treppe hochgegangen, glaube ich, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, hallo, meine liebe Elsa. Hallo, Eddie. Du siehst aber heute gut aus. Eddie? Oh, vielen Dank. Du bist schön wie immer, mein Rehkitz. Oh. Mua. Mua. Okay. Och, Mann. Das geht mir auf die Nerven. Eddie, kannst du mich hören? Was kannst du mir über Urgroßmutter Rose erzählen? Was musste Elsa tun? Eddie! Da oben. Selbstgemachte Puppen. Oh, wie aus einem Albtraum. Okay, aber er hat doch. Moment, meint er das Kreuz hier? Kann man da. Komme ich denn da hin? Ach, geh mir doch mal aus dem Weg raus. Ah. Was siehst du hier, Eddie? You'll be quite safe. The little rabbit said to his brothers and sisters, "The fox is fast asleep." So the rabbits tiptoed past, and the fox was sly. He wasn't asleep at all. He opened his eyes. Ich sagte, du sollst dich benehmen, was ich mir zum letzten Male widersetzt. The eyes of the fox, they shone with cruel light as he pounced on the rabbits and ate them all one by one. It was only then he went to sleep, his tummy full, his heart content. Was ist das jetzt für ein Scheiß gewesen? Wieso waren denn jetzt hier die original englische Sprache drin? Also teilweise war die der englische Untertitel drin, teilweise war der deutsche Untertitel drin mit englischer Sprache. Das habe ich nur bei einem Spiel bisher erlebt, glaube ich. Das war dieses Sally. Ja, Sally hieß das, glaube ich. Oh, und da habe ich mich damals so dermaßen aufgeregt. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht nur Englisch im Rest hören können. Wieso sagt die jetzt nichts? Wieso kann ich hier nichts machen? Was mag auf der anderen Seite sein? Gibt es hier einen? Nein, weder Schalter noch Hebel. Offenbar sind nicht alle Schlösser so wie in Edgar Allan Poes Erzählungen. Okay. Haben wir hier nichts? Moment, hat hier vorne gerade was geblinkt? Was war das? Fototeile. Na toll. Die helfen uns jetzt natürlich nicht weiter. Die könnten wir uns auch, glaube ich, nicht angucken, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Was ist das? Ein Geheimgang. Was haben Sie denn da vor? Bin gleich zurück, hoffe ich. Passen Sie auf Eddie auf. Okay. Ein bisschen weiter noch. Das war eine Ratte, glaube ich. Könnte natürlich auch eine Maus sein. Keine Ahnung. Ich habe es nicht gesehen. Es war zu dunkel. Ich kann nicht nach rechts oder links gehen. Verdammt! Okay, ich glaube, da kommt er so schnell nicht wieder zurück.
Jetzt hilft nur noch die Flucht nach vorne, oder wie war das? Eieiei. Kommt der überhaupt dahin, wo er hin will? Theoretisch ja, ne? Gut so. Weit öffnen. Gut, gut. Ich will davon nichts. Schon gut, Liebes. Habe ich dir erzählt, dass John Sohn David hier ist? Er ist genauso lästig wie sein Vater. Dieses Ortes nicht würdig. Armer Angus, ewig verfolgt vom Anblick von Johns verkohlter Leiche. Selbstsüchtiger Mann. Bitte nicht. Mir macht das hier auch keinen Spaß. Aber du bist selbst daran schuld. Dein Sohn war ein guter Mann. Du hast dich ihm widersetzt. Aha. Rosemary. Oh mein Gott. Sie ist nur noch Haut und Knochen. Wie kann sie noch am Leben sein? Der versteckte Schalter war im Bücherregal. Haben Sie mich vielleicht erschreckt? Sie scheinen umherstreifen zu wollen, ohne mir zu sagen, wohin. Und ich konnte Lady Margaret gerade so ausweichen, als... Oh mein Gott! Ja, schauen wir uns erstmal das Kreuz an. Das habe ich gesehen. In einer Vision? Edward hat die arme Frau damit zum Krüppel geschlagen. Oh mein Gott! Und ist dorthin gehängt, um sie täglich daran zu erinnern. Nehmen Sie es ab! Sicher? Na los! Machen wir doch glatt. Ja, du sollst es nicht in der Hand halten, du sollst es weglegen. Jetzt kriegt die arme Frau hier noch irgendwie... Danke. Danke. Rose? Rosemary. Hören Sie mich? Rose? Rosemary? Hören Sie mich? Okay. Können wir die denn nicht irgendwie befreien oder so? Ah, Moment. Stoßen? Ich dachte gerade, der will das Bett jetzt wegstoßen. Jetzt zeigt er mir Widersprechen an. Rosemary? Ich bin's, David, Johns Sohn. Dein Urenkel. Versuchen Sie's damit. Nein, so. Behutsam. Was soll ich machen? Keine Ahnung. Oder soll ich da... Hä? Ich soll da nur drin bleiben, oder? Oh, ich dachte, ich soll schaukeln. Wer hat dir das angetan? Edward. Ich war böse. Ungehorsam. Ungehorsam? Ungehorsam inwiefern? Cecilia, ich wollte ihn aufhalten, verhindern, was er tat. Was tat er, Rosemary? Er hätte es nicht tun sollen, ihn nicht im alten Flügel stören, keine Widerworte geben. Rose, was hat er Cecilia angetan? Ich glaube nicht, dass wir mehr aus ihr herausbekommen. Arme Frau. Kommen Sie, Lady Rosemary. Wir bringen Sie hier weg. Nein! Wir bringen Sie in Sicherheit. Ich bin hier sicher. In diesem Zimmer. Sicher vor dem schwarzen Spiegel. Der schwarze Spiegel. Margaret hat eine Menge zu erklären. Oh ja.
Okay, offenbar können wir jetzt hier nicht mehr allzu viel machen. Um nicht zu sagen, gar nichts mehr. Was ist das denn hier? Ist das der Spiegel? Können wir nicht anschauen. Wir sollten uns mit ihrer Ladyschaft unterhalten. Oh. Margaret, wir müssen reden. Lady Margaret, mit Verlaub. Wie auch immer. Was zur Hölle machen Sie mit Rosemary? Du hast gut reden. Du bist wie dein Vater. Du hinterlässt eine Spur aus Angst und Elend. Wovon zum Teufel reden Sie da? Du hast mit Eddie gesprochen, oder nicht? Jetzt ist er überzeugt, dass alle ihn töten wollen. Er hält unseren jungen Anwalt, Andrew, als Geisel und bedroht sein Leben. Wo ist er? Sie sind im alten Flügel. Er ist bewaffnet. Ich gehe. Ich kann mit ihm reden. Sicher nicht. Sie beide haben schon genug Ärger gemacht. Wir? Wie bitte? Sie verehren Edward weiterhin, obwohl er die arme Cecilia in den Selbstmord trieb. Ich lasse nicht zu, dass du... Dass ich was? Die Wahrheit sage? Sage, dass Edward... Er hat sie nie berührt. Du kommst hierher und... Nein, sie. Sie sind es, die im Unrecht ist. Sie wissen mehr, als sie zugeben. Etwas ist an diesem Ort. Etwas Dunkles. Böses, das unsere Familie seit langem verzehrt. Anstatt bei Lea oder mir, sollten sie die Schuld für ihr Unglück vielleicht besser bei sich selbst suchen. Du weißt gar nichts. Was ich tat, was ich tue, alles, alles ist für diese Familie. Wie solltest du das verstehen können? Bitte, Milady, besprechen wir das später. Miss Faber, Sie müssen mit Master Eddie reden. Bringen Sie uns hin. Hier lang. Vorsicht im alten Flügel. Er wird nicht genutzt, aus gutem Grund. Ein Teil der Mauer ist vor Jahren ins Meer gestürzt. Der Rest verfällt immer mehr. Da drüben, Sir. Eddie? Nein! Nein! Eddie! Sie holen mich! Sie alle wollen mich töten! Nein! Bitte, nein! Eddie, sehen Sie mich an! Nur mich! Es wird alles wieder gut! Warten Sie hier, ich werde mit ihm reden. Nein, nicht Sie! Ich werde das tun! Okay. Eddie! Sprich mit mir, Eddie. Sag mir, was dich bekümmert. Sie ist gut. Mich sie bekümmert? Er und aber David. Sie, dazu bringen, sie alle tun Waffe es. Zu lassen, was tun sie alle, dafür Eddie? Wirkt er viel mich zu beschuldigen. Aufgebracht. Sie halten mich für ihren Mörder. Du meinst das Hausmädchen? Tief und breit. Aber ich war's nicht. Machbar. Ich nicht. Aber Eddie würde ich glaube sehen. Dir, Eddie. Ich glaube in dir. Panik geraten. Okay, also wir müssen scheinbar zu ihm rüberkommen. Von hier aus sieht er mich nicht. So komme ich vielleicht rüber. Ich habe noch keine Ahnung, wie der da runterklettern will, aber... Okay, also runter kommen wir, nur nicht mehr hoch. okay. Was ist hier? Ganz ruhig. Oh je, ich ahne fürchterliches. Ah ne, er macht's selber. Okay, ich dachte schon. Oh. Aber gut, das finde ich noch nicht so schlimm. Ich meine, da muss man ja nur draufdrücken. Dieses komische... Ja, in diesem Kreis bleiben, das finde ich immer so scheiße. Ah ne, das war gehen, nicht laufen, okay. Okay, ich schätze mal, dass wir hier wieder hoch müssen. Zappel nicht so rum! Halt still! Lass ihn gehen, Eddie. Alles ist in Ordnung. Langsam, Mr. Harrison. Keine...
Komm her! Na ja, klar. Okay, was ist das? Hallo? Dr. Frankensteins Werkstatt. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Wir könnten jetzt theoretisch mit der Armbrust drauf schießen. Was ist das? Knochenstücke. Könnte klappen, wenn ich vorsichtig bin. Ihn abzulenken, oder? Scheint intakt. Jetzt noch etwas Munition. Reicht da der Knochen als Munition? Ich weiß es nicht. Wir probieren es mal aus. Wahrscheinlich sterben wir dabei. Es nicht durch den Druck. Was zum... Lass mich in Ruhe! Ich sagte, du sollst mich in... Mach sie weg von mir! Alles in Ordnung? Halt still, du Mistkerl! Dein Ernst jetzt? Andrew! Andrew, nein! Nein! David? 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 Was? Was ist passiert? Ganz ruhig. Alles ist gut. Gut? Werden Sie jetzt auch verrückt? Oh, bitte. Beherrschen Sie sich, Andrew. Das werde ich sicher nicht. Und ich bleibe keinen Moment länger in diesem Irrenhaus. Ich hole umgehend die Polizei aus dem Dorf hierher. Ich denke, das wäre unklug, Sir. Wollen Sie mir drohen? Gott bewahre, Sir. Ich meine nur, dass es töricht wäre, die Strecke im Dunkeln zu fahren. Und wir brauchen das Auto, falls sich Eddies Zustand verschlimmert. Von mir aus kann dieser Irre ruhig vom Dach springen. Ich riskiere mein Leben lieber da draußen als hier. Dann gehen Sie. Und bevor Sie erwägen, jemandem zu erzählen, was hier passiert ist, denken Sie daran, wer wir sind. Und ja, das ist eine Drohung. Angus, helfen Sie mir bitte mit Eddie. Vorsicht, machen Sie langsam. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht glaubte. Ah, kein guter Tag für die Wissenschaft. Nach dem, was hier geschehen ist, würde Ihnen wohl selbst Dr. Freud zustimmen. Der Spiegel ist, glaube ich, eine Art dunkle Macht. Etwas Uraltes, Böses. Ein Werk der Droiden. Dessen Kontrolle Sie verloren haben? Sie hatten es wohl nie unter Kontrolle. Ich muss nach Eddie schauen und nachsehen, wie es ihm geht. Haben Sie vergessen, dass er Sie töten wollte? Dann bin ich eben vorsichtig. Er braucht Hilfe, egal was er getan hat. Mein Vater wollte den Spiegel und das Böse vernichten. Vergeblich. Jetzt ist er darin gefangen. Sie sprechen von seiner Seele? Wenn Sie das so nennen wollen. Ich weiß nur, ich... Wir müssen ihn irgendwie befreien. Edward wusste von dem Spiegel. Er erkannte vielleicht sogar seine Macht. Wir wissen also, was er ist, aber nicht wo. Unter der Erde. Irgendwo. Zu ihm zu gelangen, das ist die Herausforderung. Das? Und nicht so zu enden wie Ihr Vater. Das ist Edwards Zimmer. Und Margaret wollte nicht, dass wir hier herumschnüffeln. Na dann erst recht. Genau. Okay. Also irgendwie wird es hier doch sehr spannend von Folge zu Folge. Allerdings auch, ja, irgendwie, ja, verworrener will ich nicht sagen. Also es hat schon alles einen roten Faden. Kann man das hier eigentlich aufheben? Aber, ja, ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin hier total fasziniert von der Geschichte. Versuche jetzt eigentlich auch gerade das Ding aufzuheben. Noch eins. Wie die Symbole auf den Steinen.
Rory? Ja, er kennt vielleicht die Bedeutung. Aber um diese Zeit schläft er bestimmt schon. Das erste Mal bin ich ihm auch mitten in der Nacht begegnet. Vielleicht haben wir Glück. Ja, vielleicht haben wir ja Glück. Allerdings werden wir das nicht mehr in dieser Folge herausfinden. Dann nehmen wir nochmal schnell irgendwas auf. Fototeile. Ich habe eigentlich gedacht, dass das hier Fototeile sind, aber das untersuchen wir noch kurz. Offenbar hat Großvater Edward hier gearbeitet. Ah, das sind verschiedene Sachen. Okay. Es sind aber auch Fototeile. Ja, super. Okay. Ja, ich würde sagen, das untersuchen wir noch schnell. Etwas fehlt noch. Ich muss den Schlüssel richtig herum machen. Fehlt das? Wahrscheinlich, ne? Eddie hatte zu viel Respekt vor dem alten Mann, um es einfach aufzubrechen. Der hat Respekt vor ihm gehabt, okay. Also, wir müssen ein Kreuz haben, dann dem, rechts den Böller nach unten und oben. Schauen wir mal eben. Kann ich das... Ja, kann ich von hier aus machen. Kreuz, den Böller nach rechts und oben. Moment, das Ding nach rechts kann ich aber nicht. Das geht nur nach unten. Das Kreuz nach unten und da müsste der nach unten gehen. Aber das geht nicht. Das schaue ich hier nochmal eben. Nee, den haben wir nämlich nicht. Es sei denn... Links das Kreuz, das Ding nach unten. Ist das möglich, wenn wir das... Nee, es ist auch nicht möglich, wenn wir es nach links knicken. Oder? Nee, dann würde es ja gedreht sein, dann wäre es ja immer nach oben. Nee, das... Ist definitiv nicht möglich. Wir schauen noch mal eben am Ende dieser Folge die anderen... Nein, ich habe auf Nehmen geklickt, also will ich das auch nehmen. Sollte ich jetzt nicht wieder verschieben, sondern das machen, wo ich draufklicke. Hast du bestimmt auch gesucht, Vater. Gegenstand hinzugefügt. Und was hat er jetzt hinzugefügt? Teil des Generalschlüssels. Oha. Oha, oha. Kann man... Scheinbar ein Teil des Schlüssels, den Vater für mich versteckt hat. Ja, und den kann ich jetzt nicht hier reinstecken, oder wie? Teil hinzufügen. Ist wohl immer noch nicht komplett. Ja, meine ich nämlich auch, dass wahrscheinlich dann hier noch so ein Böller fehlt, ne? Weil der hat jetzt keinen dran, wenn ich das richtig sehe. Na gut, dann gehen wir hier erstmal raus. Wenn wir jetzt nicht hier direkt was finden, müssen wir nämlich sowieso erstmal... Eddie hat schon alles mitgenommen, was er finden konnte. Hat schon alles mitgenommen. Okay, und was ist das hier? Das sieht interessant aus. Ja, und was ist das jetzt? Das sieht interessant aus. Toll. Das, bringt mir jetzt gerade überhaupt nichts. Na gut, wir wollten ja sowieso... Ich gehe erstmal dafür raus. So. Wir wollten ja sowieso einen kleinen Cut machen. Ich weiß... Was war denn das gerade? Das sah jetzt irgendwie seltsam aus, als ob mein Bildschirm hier kaputt geht oder so. Ja, ich werde mal gucken, ob ich in der nächsten Folge noch irgendwas herausfinden kann. Ich meine, das will er sich ja offensichtlich nicht angucken. Oder kann man das von außen vielleicht verwenden? Nee, kann man auch nicht. Okay, also ich werde mit ihr dann in der nächsten Folge nochmal sprechen. Vielleicht kann sie mir auch irgendwas Genaueres sagen. Wir machen hier erstmal einen kleinen Cut, damit die Folge nicht zeitlich den totalen die totale Überhand nimmt. Und dann schauen wir in der nächsten Folge direkt von hier aus weiter, ja, ob wir noch was herausfinden können. Ich meine, wir müssen ja eh noch mit dem... Ja, was ist denn das? Gärtner oder wie auch immer ich ihn nennen soll. Mit dem müssen wir ja eh noch sprechen. Das ist wahrscheinlich primäres Ziel. Ich weiß nicht, ob wir das vorher machen müssen. Keine Ahnung. Ich gucke mir auch den Generalschlüssel dann nochmal genauer an in der nächsten Folge. Wobei er ja schon gesagt hat, dass noch ein Teil fehlt. Und das ist vermutlich das Teil, ja,
was ich mir nämlich schon gedacht habe mit diesem Hubbel da dran. Wir werden es sehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!